Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction wieder hier auf dem Kanal. Wie versprochen im Video beim Snowdrop Showcase, starten wir jetzt mit dem offiziellen Weltpremiere-Trailer von der Ubisoft Forward von Avatar Frontiers of Pandora. Ich bin sehr gespannt, das Spiel soll am 7. Dezember rauskommen und es sah einfach mega gut aus. Ich habe da die Trailer natürlich schon gesehen, da ich die Ubisoft Forward verfolgt habe. Aber wir würden das jetzt zusammen mal anschauen. Let's go. Du efkosa na vierani, tokfeja hemice. Ich bin ja großer Fan von den Avatar-Filmen. Und bin gespannt, wie sie das im Game rüberbringen wollen. Aber was man hier sieht, die Gier der RDA sieht fantastisch unsere Welt vergiftet. Sichert das Gelände. Alle Bedrohungen müssen beseitigt werden. Sie haben uns alles genommen. Mir alles genommen. Ich habe von ihnen gelernt. Über ihre Technologie. Über ihre Waffen. Dinge, die kein Navi je wissen sollte. Und eines Tages sind sie gegangen. Hell's Gate wird angegriffen. Sofort evakuieren. Tötet alle Navi-Kinder. Doch zuvor rettete unsere Lehrerin uns und ließ uns einschlafen. Das ist eure einzige Chance zu überleben. Und so schlief ich 15 Jahre lang. Bis ich eines Tages erwachte. Dann werden wir als eine weibliche Navi spielen. Und frei war. Frei, meine Welt zu entdecken. Sieht ein bisschen parkourmäßig aus wie Assassin's Creed. Frei zu entscheiden, wer ich sein will. Oder Far Cry. Wahrscheinlich wird ja Ubisoft hier auch auf die Ubisoft-Formel setzen. Das haben sie vor dir versteckt. Deine Heimat. Boah. Junge. Jetzt wird Pandora erneut angegriffen. Die Navi dürfen uns nicht im Weg stehen. Erledigt sie. Und ich muss eine Entscheidung treffen. Ich entscheide mich für meine Heimat. Das ist vielleicht so das Einzige, was mir jetzt nicht so gefällt. Sieht ein bisschen sehr viel nach Krieg, Waffen, Explosion aus. Ich weiß, die Filme handeln ja davon. Ich war ein Kind zweier Welten. Und da... Das bin ich nicht mehr. Geht's eigentlich auch ich um Krieg? Ich bin Navi! Ich finde halt, das passt irgendwie doch nicht ganz so richtig in die Welt hinein. Aber mal schauen. Sivako. Rise to the Challenge. Avatar Frontiers of Pandora. 7. Dezember 2023. Sind noch ein paar Monate. Aber ich bin gespannt darauf. Und es sah ziemlich gut aus, zumindest was die Welt anbelangt und auch die Vegetation eben, finde ich sehr schön. Und da kommen halt einfach auch Kindheitserinnerungen, weil der erste Avatar-Film habe ich irgendwie vor 10 Jahren oder so gesehen. Von daher bin ich gespannt darauf, was uns da erwarten wird und wie sie das Ganze eben rüberbringen werden. Aber das war es erstmal von diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.